morgen, Debbie, du bist aber schon früh auf den Beinen. Ich dachte, ich mach dir mal Frühstück, Dad. Ah, somit ist die Prophezeiung in Erfüllung gegangen. Was meinst du denn damit? Ach, weißt du, Debbie, vor 17 Jahren und 2 Monaten stand ich liebevoll über ein Baby mit einem roten Trockenpflaumengesicht gebeugt. Und da dachte ich so bei mir, eines Tages, Martin, wird sich das alles gelohnt haben. Tja, und da sind wir, 17 Jahre und 2 Monate später und du machst mir Würstchen und Eier zum Frühstück. Speck und Eier. Oh, man kann nicht alles haben. Möchtest du lieber Würstchen? Nein, 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 Speck ist schon okay. Selbst Nostradamus stolperte manchmal über nichtige Details. Du bist aber gut drauf heute Morgen. Ja, wieso soll ich denn nicht gut drauf sein? Meine Tochter macht mir Frühstück. Es sind zwar keine Würstchen bei den Eiern, aber keine Beschwerde. Es ist Samstagmorgen und mir ist ein kleiner Urlaub gegönnt. Von der Arbeit? Von Betty. Ah, ich verstehe, was du meinst. Hey Dad, reparierst du mir meinen Walkman? Ja, natürlich. Was ist kaputt? Er macht keine Musik mehr. Ah, sind die Batterien okay? Ja. Ganz sicher? Ja, sind die aus deinem Rasierparat. Oh. Oh, Jenny, hier fehlen ja die meisten Schrauben. Was hast du denn mit denen gemacht? Ich hab sie rausgeschraubt. Und wo sind sie? Weiß ich nicht. Warum nicht? Ich hab genießt. Aber warum hast du sie überhaupt rausgeschraubt? Damit ich sie wieder reingeschrauben kann. Ich wollte ihn doch reparieren. Du glaubst also, dass du etwas reparierst, indem du Schrauben rausschraubst und wieder reinschraubst? Das machst du doch aber auch so. Da hat sie mich ganz unrecht, Dad. Also, du hältst dich da raus. Okay, Jenny, ich glaube, hier wird eine größere Operation vonnöten. Hol mir mein... Schweizer Taschenmesser. Mein Schweizer Taschenmesser. Haben wir ein Echo hier? Das hat dir wirklich deinen Tag gerettet, nicht? Was? Na, jetzt kannst du mit deinem Lieblingsspielzeug spielen. Deborah, das ist kein Spielzeug. Dieses kleine Stück Präzisionskunst vereinigt in sich die Überlegenheit des Menschen über das Maschinenzeitalter. Ich meine, siehst dir doch mal an. Es kann Holz sägen, es kann Metall sägen, es kann lochen und damit kann es mehr als Betty. Es kann scheren, es kann Steine aus Pferdehufeisen entfernen. Kriegen wir ein Pferd, Dad? Nein. Es kann Haken aus Fischköpfen entfernen und Korken aus Flaschenhälsen. Und verflüssigt könnte es vermutlich den Schnupfus Simplex heilen. Es gibt nichts, was dieses Ding nicht kann. Kann es Speck braten? Nein, aber es kann das Schwein abstechen oder die Köchin, wenn sie nicht ein bisschen flott macht. Ist gleich fertig. Warum gibt es immer eine Schraube, die sich nicht rühren will? Frag deinen Friseur. Ah, na bitte. Jetzt wollen wir mal... Oh, das ist nicht meine Schuld. Ich habe nichts gemacht. Hast du doch. Jetzt ist er ganz gerumpelig. Ja, stimmt, Jenny. Tut mir leid. Oh, mach nichts, Dad. Du hast dein Bestes versucht. Halt! Nicht wegwerfen. Wir lassen ihn reparieren. Nein, jetzt will ich ihn nicht mehr. Ach, natürlich. Die typische Wegwerfgesellschaft. Es muss noch was eine kleine Macke haben und schon... Eine kleine Macke? Der ist völlig zerbröselt. Wir könnten ihn reparieren lassen, aber nein, nein, nein. Ihr wollt ihn wegwerfen. Hör zu, Jenny. Man wirft nicht einfach ohne Grund etwas weg. Ich habe einen guten Grund. Ach, und welchen? Die Farbe ist richtig igitt. Ja, da hat sie recht. Blau klingt besser als rot. Speck. Wo? Da. Nein. Wieso nein? Niemals. Niemals was? Niemals ist das Speck. Dad! Nein, Debbie, Speck ist saftig, rosa und köstlich. Das ist scharf verbrutzelter Brutzelschorf. Das ist Speck. Ja? Hast du den etwa in Pompeji gekauft? Der sieht aus, als wäre er seit 2000 Jahren in Lava versteinert. Dad, isst deinen Speck? Ich kann das nicht essen, davon reiße ich mir meine Mundhöhle auf. Als ich das letzte Mal solchen Speck hatte, musste ich genäht werden. Dann mach ihn dir doch selbst. Ich scheine ja in der letzten Zeit nichts mehr richtig zu machen, oder? Was ist aus meinem wunderbaren Sonnabend geworden? Ich habe mir doch nur erlaubt zu erwähnen, hey, dass... Nimm dir etwas Speck. Das ist kein Speck. Wenn du das deiner Schwester sagst, schneidet sie sich die Pulsader auf. Wovon redest du? Ach, Debbie, irgendwie habe ich sie wohl gekränkt. Ach, sie ist ein Mädchen, Dad. Ja. Hey, Dad. Ja, mein Sohn? Ich will dich was fragen, aber ich will nicht, dass du sofort antwortest. Warum nicht? Weil ich weiß, dass deine Spontanreaktion ein Nein sein wird. Könntest du erst mal drüber nachdenken, bevor du antwortest? Na gut, pack aus. Also nicht vergessen. Du wirst nichts sagen, bis Nein, ich vergesse es nicht. Bist du bereit? Stell deine Frage. Okay. Du denkst wirklich drüber nach? Ich denke drüber nach. Du wirst nicht sofort mit der Antwort... Stell deine Frage! Dad, kann ich ein Motorrad haben? Nein! Komm schon, Dad, ich habe gewusst, dass du das machst. Du hast doch gesagt, dass du drüber nachdenkst. Also gut. Nein. Ich hab gewusst, dass du das machst. Jedes Mal, wenn ich dich irgendwas frage, sagst du nein. Warum fragst du dann noch? Weil du mir versprochen hast, drüber nachzudenken. Darüber brauche ich nicht nachzudenken. Du kannst mich 100-mal fragen und trotzdem lautet die Antwort immer nein. Das ist nicht fair. Ich muss nicht fair sein. Ich bin dein Vater. Du weißt doch, was ich davon halte. Und außerdem, woher kommt dieser plötzliche, lächerliche Drang, dir ein Motorrad zuzulegen? Oh Gott, Darth Vader. Hi, Leute. Dad, heutzutage muss man so viel Krempel anziehen, dass es völlig ungefährlich ist. Das ist mir egal, meine Antwort lautet trotzdem nein. Aber diese Helme sind fantastisch. Ich meine, wenn du einen von denen aufhast, dann kann dir überhaupt nichts mehr passieren. Ach, das da nennst du gar nichts?
Der könnte wegen fahrlässigen Gehens eingebuchtet werden. Oh, es ist ganz schön dunkel da drin. Wofür ist denn das Ding da? Oh, das ist meine Kette, Mr. Kelly. Ich kette meine Maschine an, damit sie mir keiner klaut. Ach, und was macht sie dann auf deiner Schulter? Naja, ich habe die Zahlenkombination vergessen. Und jetzt kann ich die Jacke nicht mehr ausziehen. Komm raus und zieh dir die Maschine mal an. Die ist wirklich stark. Hör mal, Simon, ich habe schon mal ein Motorrad gesehen. Und ich werde mich durch das von Nudge auch nicht umstimmen lassen. Motorräder sind gefährlich. Aber nicht mit dem Helm, Mr. Kelly. Ich meine, was wäre denn passiert, wenn mein Kopf gegen die Wand geknallt wäre und nicht mein Helm? Dann wäre die Wand wohl eingestürzt. Ich wette, das ist der einzige Helm auf der Welt, der von innen abgenutzt wird. Nein, hör mal, Dad, diese Helme sind auf dem neuesten technischen Stand. Die sind wirklich sicher. Ja, hauen Sie mir auf den Kopf. Ich wette, ich spüre überhaupt nichts. Auf den Kopf hauen? Ich will das nicht. Ja, mach schon, Dad, der wird's nicht spüren. Na schön. Nein, nicht so. Richtig doll. Das ist doch lächerlich. Ja, mach schon, Dad. Kommen Sie. Na schön, na schön. Oh, Nudge, tut mir leid, war das zu fest? Komm, komm, nimm das mal runter. Nimm den Helm. Was? Was sagst du? Er sagt, dass der Helm klemmt. Das Visier hat sich unter seiner Nase verklemmt. Simon, hilf mir mal, ja? Was? Er sagt, du wirst ihm doch nicht nochmal wehtun, oder? Natürlich nicht, sei nicht so ein Waschlappen. Los. Er sagt, dass du den Babyscheiß... Ich hab gehört, was er gesagt hat. Was spielt ihr denn? Dad hat Nudge eins mit der Zeitung übergebraten. Darf ich mitspielen? Nein, 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 das ist kein Spiel. Nudge klemmt da drin fest. Warum schmierst du keine Butter rein? Wie soll ich denn da Butter reinkriegen? Oh. Was? Er sagt, du könntest sie auf ein Stück Brot schmieren und vorsichtig reinschieben. Oder halt ihn unter den heißen Wasserhahn. Was? Wie kommst du denn darauf? Das hast du doch mit der Ketchupflasche gemacht, dass der Deckel geklebt hat. Ehrlich? Hör mal, das geht so nicht. Simon, geh raus und such nach irgendeinem Werkzeug, mit dem wir ihn rausschälen können. Werkzeug? Was für ein Werkzeug? Das ist doch egal. Versuch's mit einer Kettensäge. Oh. Okay, komm mit, Alter. Was? Er sagt, er nimmt's dir nicht übel, Dad. Oh, das ist sehr nobel von dir, Nudge. Na? Was kann ich für dich tun? Kannst du die Barbie reparieren? Ihr Bein ist kaputt. Ah, Barbie, hä? Welche Barbie ist es denn? Die Pferde-Barbie, die Party-Barbie oder die Koch-und-Putz-Barbie? Karate-Barbie. Karate-Barbie? Was kann die denn? Die tritt Ken in den Bauch. Ja? So eine Frau gefällt mir. Okay, Abmarsch. Du weißt, was wir dazu brauchen? Das Schweizer Taschenmesser. Das Schweizer Taschenmesser. Debbie, hast du zufällig irgendwo mein Schweizer Taschenmesser gesehen? Keine Ahnung, ich hab's nicht, aber wahrscheinlich glaubst du mir sowieso nicht. Ist Debbie immer noch wütig auf dich wegen dem Speck? Tja, vielleicht ist sie immer noch speckwütig, vielleicht ist sie aber schon neuwütig. Das kann bei den Launen, die sie hat, keiner sagen. Das ist wie bei einem Fahrstuhl, rauf und runter. Fahrstuhl? Warum? Ach, ich weiß nicht, Jenny. Ich meine, eben war sie noch ein goldgelockter Engel und macht mir sogar Speck zum Frühstück. Und im nächsten Moment schmeißt sie damit und läuft zähnefletschend raus. Warum? Ich weiß nicht, vielleicht sind es die Hormone. Miss Lawrence sagt, Hormone sind frauenfeindlich. Miss Lawrence hält Hormone ja auch für Raubmuscheln. Was sind Hormone? Das sind kleine Wesen aus dem Weltall, die zur Erde kommen und Teenager anfallen. Und weißt du, wo die herkommen? Vom Planeten Horm, nehme ich an. Sie düsen in ihren fliegenden Untertassen rum und verursachen Chaos. Wirklich? Nein, das ist nur so eine Phase, die sie durchmacht. Wann ist sie damit fertig? Etwa mit 50. So, bitte sehr, Barbie kann Ken wieder treten. Ob die Hormone mich auch angreifen? Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir das erwarten dürfen. Greifen Sie auch Barbie an? Bis jetzt noch nicht. Oh, hallo, Debbie. Ja. Hi. Hi, Debbie. Oh, das ist ja toll, Dad. Gefällt's dir? Ja, sehr. Vor allen Dingen die Fensterreihe. Hast du schon seine Toiletten gesehen? Was? Er hat so eine bezaubernde WC-Anlage für die Stadtverwaltung gemacht. Sie ist wirklich prächtig. Na, so prächtig nur auch wieder nicht. Seien Sie doch nicht so bescheiden, Mr. Kelly. Ich bin gestern mit dem Bus daran vorbeigefahren und eine Menge Menschen standen Schlange davor. Ich war ja so stolz. Ah, Betty, das ist nicht gerade ein architektonischer Meilenstein. Na, das ist sie aber, seitdem sie rosa gestrichen wurde. Man kann sie meilenweit sehen. Wie machst du das? Ich greife einfach zu Papier und Bleistift und da ist es. Nein, ich meine, wie machst du es, dass dir ständig was Gutes einfällt? Hast du denn nie Momente, wo dir gar nichts einfällt? Nö. Warum nicht? Keine Ahnung. Ich bin wohl ein Genie. Manchmal redest du wirklich Blödsinn. Oh nein, der Fahrstuhl fährt wieder abwärts. Debbie! Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Debbie, wegen der Scheibe Speck geht doch die Welt nicht unter. Wovon redest du? Ja, bist du denn nicht mehr wegen des Specksau? Nein. Also, was ist los? Hä? Ich bin wertlos. Weißt du, es tut mir leid, irgendwie kapiere ich das nicht. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich den Mund aufmache, sage ich irgendwas Falsches. Wo ist das Problem?
Du hast nie Schwierigkeiten mit irgendwelchen Ideen. Das war's, was du gesagt hast. Das war ein Scherz, Debbie, das war ein Scherz. Das ist aber nicht lustig. Ich krieg diesen Kunstkram einfach nicht auf die Reihe und alle lachen über mich. Also, wo brennt's denn? Ich muss eine Hausarbeit machen. Für den Kunstunterricht? Ja, und jede Idee, die ich habe, ist grauenvoll. Ach, hör mal, dir wird schon irgendwas einfallen. Nein, wird's nicht. Ich war in der Schule eine Pfeife und hab gedacht, das schaffe ich jetzt. Und jetzt stelle ich fest, dass ich schon wieder eine Pfeife bin. Warum kann sie nicht einfach einen Stein im Huf haben? Dagegen hätte ich ein Mittel. Doch, Alter. Natsch, setz dich. Iss ein Happen. Oh, lieber nicht. Was? Ach, ich bin bloß zufällig vorbeigefahren und dachte mir, ich hole mal die $5 ab, die du mir schuldest. Ach, na gut. Was machst du denn so? Ach, ich warte drauf, dass Shelly anruft. Wir wollten heute Abend ausgehen. Ich glaube nicht, dass sie kommt, Alter. Natürlich kommt sie. Sie ruft mich jeden Abend an und fleht mich an, mal mit ihr auszugehen. Ich glaube nicht, dass sie heute Abend anruft. Warum nicht? Weil ich mit ihr unterwegs bin. Was? Du bist mit ihr unterwegs? Ja, mit meiner Maschine. Gib das her. Na, du bist ja vielleicht ein anständiger Freund. Hinter meinem Rücken mit meiner Freundin rumzupuscheln. Sie ist nicht hinter deinem Rücken, sie ist hinter meinem Rücken, auf dem Sozius. Du darfst doch noch gar nicht zu zweit fahren. Naja, wir fahren ja gar nicht richtig. Ich parke meine Maschine einfach in der Auffahrt. Sie hüpft hinten drauf und ich gebe Gas. Da fährt sie wirklich voll drauf ab. Gestern Abend habe ich bis zum Anschlag aufgedreht. Und weißt du, was passiert ist? Was? Was ist passiert? Ihre Dauerwelle klatschte zusammen und jetzt hat sie glatte Haare. Weißt du, was dann passiert ist? Was? Was ist dann passiert? Ihr Vater hat einen Eimer kaltes Wasser auf uns geschüttet. Wirklich Glück, dass ich mein Lederzeug anhatte. Naja, ich saß los. Tja, ist ja typisch. Du kriegst ein Motorrad, du vergisst deine Freunde. Ich hab dich nicht vergessen, du kannst mitkommen. Ich fahr langsam und du kannst auf dem Bürgersteig nebenher drösen. Nein, danke. Na, willst du etwa hinten drauf hüpfen und ich lass mal voll den Büffel raus? Nein. Ah, ich dachte, du wärst vielleicht gierig drauf. Shelly ist es. Ach. Toller Freund! Was zum Teufel war das denn? Das war Natsch. Hey, Dad. Moment mal. Mr. Kelly, Ihr Sohn Simon ist hier, hören Sie sprechen. Das weiß ich. Ich kann ihn sehen. Bitte, du kannst durchgehen. Hey, Dad. Simon, falls du mir erzählen willst, dass meine Arbeit großartig ist und deine Tränen ausbrichst, dann vergiss es. Andere waren schneller. Nein, ich... Entschuldigung, ja, was Mr. gibt's denn Kelly? Jetzt schon wieder? Möchte er, dass ich rausgehe? Ich weiß es nicht. Möchtest du, dass sie geht? Ist mir egal. Es ist ihm egal. Sie müssen also nicht gehen. Kann mir vielleicht mal jemand mitteilen, was ich jetzt machen soll? Es ist mir egal, was Sie machen. Sie können von mir aus an der Wand lauschen, wenn Sie wollen. Also, Dad, hast du noch mal drüber nachgedacht? Worüber? Mein Motorrad. Nein. Aber du hast es mir doch versprochen. Das habe ich und hier ist meine Antwort. N-E-I-N. Nein. Aber, Dad, ich muss ein Motorrad haben. Simon. Ich verliere meinen besten Kumpel, wenn ich keins bekomme. Wen meinst du denn? Natsch, ich meine, er ist immer irgendwo mit seiner Maschine unterwegs und selbst wenn er mal hier ist, ist er nicht mehr derselbe. Wovon redest du überhaupt? Naja... Also neulich, da haben wir zwei Bräute getroffen. Und ich habe die gekriegt, die ausgesehen hat wie eine Iltis. Das ist vorher noch niemals passiert. Pech gehabt. Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Du kriegst kein Motorrad. Aber Dad! Motorräder sind gefährlich. Dein Vater hat recht, Simon. Motorräder sind gefährlich. Siehst du, selbst Betty weiß das. Und wir alle wissen, dass Betty Bill... Lass es. Ja, Stan hätte sich mit seiner Maschine fast umgebracht. Ja, sagen Sie es ihm, Betty. Vielleicht pustet das etwas Verstand in ihn rein. Ja, also er ließ seine Füße über die Straße schleifen und er stieß eine Baumwurzel und... Das war nicht hübsch. Er hätte seine Füße ja auf die Fußstützen stellen können. Wenn er das gemacht hat, konnte er nicht über seine Knie gucken. Warum nicht? Weil er 2,5 Meter groß ist. Na, und was ist aus seinem Motorrad geworden? Na, er hat den Motor als Hühnerstapler benutzt. Als Hühnerstapler? Was ist denn ein Hühnerstapler? Ursprünglich sollte es ja ein Heustapler sein, aber dann war die Situation gerümpelig. Warum denn? Nicht fragen! Also, der Gashebel hatte sich auf dem Weg zum Hühnerstall verklemmt und da ist er direkt durch. Und hat all die Hühner gekillt? Nein, die Hühner waren völlig gerümpelig. Überall waren nur Schnäbelpopos und flusiges Gefieder. Es war nicht hübsch. Ja, ich wette, Stan war ziemlich fertig. Nein, aber Claude war nicht besonders froh. Claude? Oh, wohl der Farmer. Ah. Nein, das war der Gockelhahn. Er hatte einen Nervenkolbatz. Laps, warum denn? Ja, mit all den Schnäbeln und Popos überall, da wusste er gar nicht, wo er anfangen sollte. Er hat seinen Kopf in den Futtereimer gesteckt und nicht mehr gekräht und gegurrt und gar nichts mehr. Ja, was taugt schon ein Gockelhahn, der nicht kräht? Ja, aber Dad wusste, was zu tun war, wie man das wieder hinkriegt. Was hat er denn gemacht? Er hat ihn mit Kräutern in den Ofen gesteckt. Hab ich geheult. Oh, weil er dein Lieblingsgockel war. Nein, weil ich Pfannkuchen wollte.
Bitte sehr, Simon, du siehst, welche Probleme ein Motorrad machen kann. Und jetzt raus hier. Aber der... Raus jetzt! Nie kriege ich, was ich will. Das ist nicht fair. Ich verstehe sowieso nicht, warum der Motorrad will. Die haben doch gar keine Hühner. Ach, Käse. Verdammt! Ich werde das nie hinkriegen. Debbie, was machst du denn? Weißt du nicht, dass es 2 Uhr durch ist? Wirklich? Oh, ich muss irgendwie das Zeitgefühl verloren haben. Ja, und was machst du da? Ach, ich versuche nur irgendwas für meine Hausarbeit zusammenzubekommen. Aha, und wie läuft das? Toll, siehst dir doch an. Mir sind 100 Sachen eingefallen und jede ist grauenvoll. Nicht ansehen, dir wird nur übel. Oh, sei doch nicht so selbstkritisch, Debbie. Das ist bestimmt ganz ordentlich. Dad, ich weiß, was gut und was schlecht ist. Ich kann nur nichts, was gut ist. Ja, hör mal, es ist schon spät. Warum stehst du nicht morgen früh auf? Dann kannst du in aller Frische neu anfangen. Ich habe heute Morgen in aller Frische angefangen. Und gestern Morgen und vorgestern Morgen. Das bringt überhaupt nichts. Ja, aber du kannst dir doch nicht die ganze Nacht um die Ohren schlagen. Dad, hör mal, okay, seien wir ehrlich, ich kann's einfach nicht. Aber du hattest doch immer ganz gute Noten in der Schule. Das war Schule. Aber das hier ist ernst. Ich sitze immer nur vor einer weißen Wand. Und woran mag das liegen? Mir fällt einfach nichts ein. Na, jedenfalls nichts Brauchbares. Alles, worauf ich komme, ist entweder eine Kopie oder kindisch. Ja, hör mal, Debbie, weißt du, jeder, der in irgendeiner Hinsicht kreativ arbeitet, sieht sich solchen Problemen gegenüber. Dad, ich sehe mich ihnen nicht gegenüber, ich sitze mitten in ihnen drin. Ja, also du musst einfach nur weiter vor dich hinbosseln und dann kommst du schon durch. Glaub mir, früher oder später kommen die Ideen nur so geflotscht. Ja, ich weiß, es ist nur... Nein, hör mal zu, Debbie, als ich noch bei der Firma gearbeitet habe, da hatten wir mal die Gelegenheit, einen Entwurf für ein fantastisches Projekt einzureichen. Wir hatten absolut freie Hand, es so zu entwerfen, wie wir wollten, eines jeden Architekten Traum. Und was ist passiert? Ich hatte eine Sperre, genauso wie du jetzt. Ich habe mir die Arbeit angesehen und fand, dass alles zu protzig, abgeschmackt und voller Klischees war. Oder ganz einfach schlecht. Was hast du gemacht? Naja, ich musste abgeben, weil die Zeit um war. Und ich habe ihnen die Entwürfe gezeigt und jetzt rat mal was. Sie waren begeistert. Nein, sie fanden es zu protzig, abgeschmackt, voller Klischees und ganz einfach schlecht. Und worauf willst du hinaus? Ich will darauf hinaus, dass wir uns früher oder später alle mit so etwas herumplagen. Wenn wir keine Fehler machen, können wir auch unsere Erfolge nicht schätzen. Ich will aber keine Fehler machen. Es ist aber leider so. Wir machen welche, wir alle. Und manchmal haben wir Erfolg. Du kannst doch nur dein Bestes versuchen und wenn du das tust, dann kann dir niemand was vorwerfen. Ja, du hast wohl recht. Du musst nur an die Geschichte von dem Jungen denken, der seinen Finger in das Loch im Damm gesteckt hat. Er hat alle erfolgreich gerettet. Ja, aber er hat einen Tadel gekriegt, weil er nicht in die Schule gekommen ist. Und jetzt los ins Bett. Danke, Dad. Schalt wieder um. Du guckst ja gar nicht hin. Du sollst wieder umschalten. Du hast doch die Zeitung, da steht alles drin. Ja, aber ich will wissen, was in der Welt passiert ist, seit der Zeitungsjunge meine Morgenzeitung in Nachbars Goldfischteich geworfen hat. Hey, Dad, kannst du mir was reparieren? Na schön, hol mein Schweizer Taschenmesser. Was hast du diesmal kaputt gemacht? Dein Schweizer Taschenmesser. Oh, Jenny, wie schafft man denn sowas? Ich meine, die Messer werden aus allerbestem Stahl hergestellt. Ich weiß nicht, ich habe den Zahnstocher benutzt und konnte nicht wieder reinklappen. Oh, Jenny, du sollst ja nicht die Zahnstocher von anderen Leuten in den Mund stecken. Habe ich gar nicht. Oh, gut. Ich habe meine Zehennägel damit geputzt. Hey, Dad. Nein. Wieso nein? Ah, du willst mich doch nur das mit dem Motorrad fragen und die Antwort ist nein. Nein. Nein? Du bist doch nicht etwa meiner Meinung. Nein. Die Antwort ist immer noch nein. Ich weiß. Was weißt du? Ich weiß, dass sie immer noch nein heißt. Nein, Schwein hat ein Bein. Aha. Schweine sind hier nicht gefragt. Fangen wir noch mal von vorn an. Okay, hey, Dad. Jetzt musst du nein sagen. Halt du dich da raus. Was gibt's denn, Simon? Kann ich den Wagen am Sonnabend haben? Den Wagen? Was ist mit dem Motorrad? Hast du es dir anders überlegt? Nein! Nein, Schwein hat nur ein Bein. Dad, ich habe entschieden, dass du recht hast. Motorräder sind gefährlich. Er hat ein Gehirn aus dem Nichts gewachsen. Und ich habe mir überlegt, dass ich keins brauche. Aber ich dachte, Nat schleppt mit seiner Kiste sämtliche Mädels ab. Ach, nur weil es was Neues ist. Die kommen doch alle wieder zu mir zurück. Warum sollten sie? Weil ich eine Granate bin. Außerdem, was kannst du auf dem Motorrad schon groß machen? In einem Auto, da hat man richtig Platz um... Nee, Dad, was hast du mit deinem Taschenmesser gemacht? Was? Platz für was? Platz, um sich gegenseitig die Ohren voll zu knutschen. Jenny! Ich trau dir nicht, Simon. Irgendwas ist da faul. Kröte. Komm schon, was ist mit Nat und seiner Maschine passiert? Gar nichts. Oh, Tagchen allerseits. Darf ich reinkommen? Natsch, was ist denn passiert? Kann ich auf den Gips was draufmalen? Nein. Oh, es war das Motorrad, Mr. Kelly. Ah, so. Das hätte ich mir auch gleich denken können. Was ist denn passiert, Natsch? Oh, naja, ich hatte Shelly hinten auf dem Sitz. Natsch, du bist Anfänger, da darfst du niemanden mitnehmen. Oh, ist schon in Ordnung, Mr. Kelly. Wir sind ja nur die Auffahrt drauf und runter. Verstehe, und dann bist du in einen parkenden Wagen reingerast. Nein. Du bist gegen das Garagentor geknallt. Nein, auf den Boden. Ja, siehst du, was passiert bei dieser sinnlosen Raserei? Oh, wir haben gestanden. Wie kann man einen Unfall haben, wenn man steht? Na, Shelly dachte, ich würde meinen Fuß runtersetzen. Und ich dachte, Shelly würde ihren Fuß runtersetzen. Das Ding ist auf dich draufgefallen. Nein, Shelly ist auf mich draufgefallen. Ich schätze, sie ist scharf auf mich. Hey, dein Tochter, der Mann, sie möchte nicht. Darf ich durchgehen?
Ja, ja, komm ruhig rein. Nein. Wie bitte? Nein, das kannst du nicht. Mr. Kelly, es tut mir leid, aber das geht nicht. Betty, ich bin aber schon hier. Aber das war nicht offiziell. Du bist nicht von mir offiziell angemeldet worden. Ich kann dich gar nicht sehen. Bett, das ist doch verrückt. Ja, das denke ich auch. Also, Betty, um Himmels Willen, Mr. Kelly, das ist ganz einfach eine Sache der Bürodisziplin. Das da ist mein Sprech-Dingerich und das darf niemand anfassen. Verzeih mir bitte. Außerdem müssen wir Bürovorschriften haben und wir müssen uns an sie halten. Sonst kaufen wir nächstens noch Armbanduhren für Kühe. Betty, ich bin einverstanden mit den Vorschriften. Ich bin einverstanden mit dem Sprechdingerich. Aber es tut mir leid, ich stehe völlig im Wald, was Ihre Armbanduhren für Kühe betrifft. Ach, das ist ein altes Walgett-Sprichwort darüber, dass die Kühe zum Melken kommen. Jeden Morgen um 5 Uhr und jeden Abend um 6 Uhr. Aber Kühe haben keine Armbanduhren. Sie sind durch ständige Disziplin trainiert und sie wissen es. Wenn die da kein System hätten, könnten die blöden Viecher ja angedackelt kommen, wann es ihnen passt. Ach, na schön. Ich geb's auf. Okay, kündigen Sie Debbie offiziell an. Du bist schon genauso verrückt wie Sie. Debbie, wenn ich es nicht auf Ihre Art mache, schiebt sich gleich eine Herde Kühe ohne Armbanduhren durch die Haustür. Betty, kündigen Sie an. Mr. Kelly, Ihre Tochter Debbie ist hier und möchte Sie sprechen. Schicken Sie sie rein. Du darfst jetzt reingehen. Debbie, weswegen wolltest du mich sprechen? Tolle Neuigkeiten. Ich habe dir doch von der Hausarbeit erzählt, die mir Probleme gemacht hat. Ja, hast du. Und dass ich fand, dass meine Ideen langweilig und kleinkariert waren und mir überhaupt nichts einfiel? Ja. Na, dann wirst du aber stolz auf mich sein. Ich habe genau das gemacht, was du gesagt hast. Was? Ich bin durchgerasselt.